Wir gehen rein. Also, und zwar gucken wir uns jetzt ein Video an von Survival Martin. Ja, da bin ich auch mit dabei. Und zwar 24 Stunden im Prepper-Bunker mit Fritz Meinecke überleben. Erste Nacht im Bunker, Survival Martin. Ich geh kaputt, Junge! Da hast du gar nicht gedacht. Null. Oh Gott! Da sind sie. Oh, mega! Eine härtesten Nächte, die ich je hatte! In einer. Oh, es wird episch, Leute. Wir genießen. In einer Zeit, in der die Welt Kopf stand, gab es einen Mann auf der Suche nach einem kleinen Stückchen Sicherheit. Sorry, dass ich unterbrechen muss, aber ist das HD? Ja. Mann, getrieben von Hoffnung und Wahnsinn. Geht gut? Ach du Scheiße. Er wagte, was unmöglich schien. Er wollte errichten, was andere kauften. Wow! Einen Bunker selber bauen. Jeder schnappt sich ein Gerät und dann geht's los. Wut, Enttäuschung und Frust sollten ab da sein ständiger Begleiter sein. Ordnungsamt. Das ist schlecht. Die Bodenplatte ist zu klein, die hält nicht. Hilft nichts, wir müssen halt das komplette Ding runterreißen. Es hilft ja nichts. Doch seine Apostel und das Volk blieben standhaft an seiner Seite. Lass mal kurz hier. Ein Mann, 365 Tage und ein Traum. Auf 12 Quadratmetern unter der Erde eingesperrt zu sein. Freunde, dieses Video wird gesponsert von Magic the Gathering. Okay, alles klar, jetzt kommt erstmal Werbung. Attacke! Bist du bereit? Ladung kommt! Alex! Selbstverständlich, 24 Stunden Bunker beginnt genau jetzt! Jetzt! Alter, was eine Konstruktion, ich geh kaputt, Junge! Ey, das Ding ohne Scheiß, es ist so schwer mit diesem komischen Gitter da drauf, ist nicht normal. Die ersten Schritte im Bunker, Freunde, sind, genau, Leiter nach oben, damit wir uns hier Raum schaffen. Ja. Fritz macht jetzt mal kurz die Kamera. Was ist natürlich noch viel wichtiger? Das Allerwichtigste. Das ist ein magischer Moment, Leute. Jetzt laufen 24 Stunden. Ich freue mich drauf. Bevor die 24 Stunden nicht um sind, gehen wir hier nicht raus. Natürlich geht es hier heute darum, um eine Test. Ich kann schon mal spoilern. Einer wird innerhalb dieser 24 Stunden den Bunker verlassen. Und das hat auch einen Grund. Phase zu machen, zu gucken. Alle Probleme, die so auftreten. Das Ding ist ja frisch versiegelt quasi. Ja, es ist zu. Es ist der erste Test. Richtig. Und wie kommt man klar? Was? Vielleicht braucht man auch noch irgendwas. Und das finden wir heute gemeinsam raus. Nehmen euch natürlich mit. Schritt 1. Bestandsaufnahme, oder? Ganz kurz, ein paar Werte. Ganz wichtig, Schritt 1, die Werte zu überprüfen, ist schon mal der erste Punkt. Wir fangen einfach hier drüben an und starten mit den Werten der Luftfeuchtigkeit hier drinnen. Wir sind bei 76%. Nächster Wert. Wir haben gerade 18 Grad. Ich bin gespannt, wie die Werte sich verändern. Das nächste Ding ist Stromversorgung. Komm einmal her. Wir haben aktuell 12,6 auf beiden Batterien. Das ist die Spannung. Wir haben auch eine Spinne hier drin. Das ist auch schön. Guck mal. Bitsi, bitsi. Das ist Henry. Ich hab... Henry die Spinne. Tatsächlich jetzt schon eine Idee für ein Update. Daran hast du gar nicht gedacht. Null. Nein. Mach mal Licht aus. So, jetzt ist es komplett aus. Außer der Counter, der läuft noch. Wir gehen in den Nachtmodus. Okay, was habe ich vergessen? Alter, mach mich nicht so fertig. Ja. Es ist stockduster, wir erkennen hier quasi nichts drin. Und was ist in dem Bunker immer drin, wenn... Ach du Scheiße, was war das? Das ist gruselig. Wieso ist das der 24-Counter ist ausgegangen? Läuft, ja. Ich habe hier keinen Wusst. Wie heißt es? Dieses Glow in the Dark. Die haben doch überall diese Notstreifen, diese Sachen, die leuchten. Ja, stimmt. Weil die saugen, orientieren. Genau, die saugen sich vor. Normalerweise hast du, glaube ich, immer auf einer gewissen Höhe an den Wänden eine komplette Linie drumherum. Damit du nicht auf gegen rollst. Genau. Und es gibt ja diese Farbe dafür, diese fluoreszierende Farbe. Und es gibt auch diese Bänder, die wir uns teilweise hin eingenäht haben, damit man nichts sieht. Die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Null. Ist mir gerade so, ich so, hä? Was machen wir, wenn du den Strom ausweist? Du siehst ja nichts. Bunker haben doch normalerweise immer diese Notsachen. Aber ganz ehrlich. Aber ist ein geiles Update, was wir machen. Hast du vollkommen recht, gebe ich dir recht. Können wir auf jeden Fall machen. Also gerade sowas, um die Notlampe zu finden, macht es natürlich wirklich Sinn. So, machen wir die anderen auch wieder. Okay. Hier, die guten alten Bunker-Supporter. Freunde, alle mit am Start, alle mit drin. Alle mit dabei. Wir waren noch bei den Werten, richtig? Ja, Werte. Es gibt auch noch was, und das ist jetzt das ultra spannende Thema, finde ich, was immer nicht betitelt wird. Und zwar gehst du in diesen Bunker und denkst so, jo, yippie-ki-yay, hier läuft's halt richtig so, Partytime, wir hauen uns alles rein und gut geht's. Falsch, weil der Punkt ist, du gehst ja hier nicht rein, um... Ohne Scheiß, man denkt am Anfang, ne?
Das ist hier nur so, ah, er baut hier so vorne so eine Wand auf und dahinter ist nichts. Das Ding ist komplett voll. Das Ding, das ist randvoll. Bis hinten. Da sind 80 Milliarden Konservendosen, alles mögliche drin. Ist, keine Ahnung. Ich dachte am Anfang, ja, ja, komm, er macht auf Show. Nee, nix. Das Ding ist komplett. Völlerei zu betreiben, sondern tatsächlich geht es genau darum, zu sagen, und das machen wir gleich als allererstes Schritt, okay? Pass auf. Okay? Ich habe mir hier unten zwei Trinkflaschen. Ja. Weil du musst ja, wir haben ja diese. Und jetzt werdet ihr gleich eine Lösung sehen, wie Martin diese Trinkflaschen befüllt, wo ich mir echt dachte, das ist jetzt nicht sein Ernst. Das Wasser in den Kanistern, oder? Ja. Das hilft mir, ich kann dann draußen nicht saufen. So. Der erste Schritt, wenn du in die Buka reingehst, ist, du füllst ab. Denn alles, was du hier drinnen verbrauchst und benutzt, bleibt ja im Bunker. Untere, genau, klick. Und den Trichter bitte. Wichtigste Punkt ist, du brauchst eine Kelle, die da reinpasst. Oh nein, das ist aber so eine Survival-Martin-Lösung, oder? Jetzt hängt er mit. Das kann doch nicht ernst sein, dass du jetzt die Trinkflasche hier. Ich meine, du hast Zeit, im Endeffekt ja, aber irgendwie ist das so eine Lösung, wo ich sage, das ist doch irgendwie ein bisschen, also, das ist irgendwie. Da mit einer Kelle. Eine Kelle? Oh nein. Ja, lach nicht. Aber du brauchst ja auch ein. So, oh, das war's auch. Verdammt, jetzt sauge ich alles voll. Okay, die erste Flasche ist voll. Der sieht schon aus wie Sau nach 5 Minuten. Ja. Dein Liter für 24 Stunden. Hä? Das ist wichtig. Das ist genau der Punkt. Du hast. Ein Liter? Ja. Also, das ist schon wieder völliger Quatsch. Ein Liter für 24 Stunden, das ist doch Bullshit. Das ist Bullshit, das ist auch viel zu wenig. Wir gehen aufs Minimum runter. Also wirklich, da dachte ich auch, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass ich ein Liter Wasser habe. Soll ich krank werden oder was? Genau. Wir aber natürlich hier, wir müssen ja auch probieren. Wir müssen ja auch testen. Ja, genau. Deshalb, hier hast du mal den ersten Liter. Okay, danke. Wir haben natürlich ein bisschen mehr, also. Mein Plan tatsächlich war eigentlich sehr, sehr viel hier drin zu trinken, damit ich oft auf Toilette muss. Wir haben echt so einen Pipi-Kanister? Da drüben, guckst du dir an, kannst du einmal rübergehen, zeig den Leuten, das sind die Biohazard-Kanister, nur für Pipi. Ey, wie mach ich voll? Wir haben zwei Stück, jeder ein, damit wir nicht unsere Nudeln in den gleichen Container halten müssen. Oh, dann geh ich ja schön. Nein. Gehe ich hier schön so in die Hocke? Kann ich den? So, ja, so nee, mache ich den. So mache ich den. Schön hinknien und dann schön so. Oh, wisst ihr, was ich meine? Mal. Oh, mega. Oh, mega. Freunde, sei mal kurz ruhig. Es ist wieder soweit. Herr Meinige stellt eine Challenge. Wie bei der Rettungsinsel. Der Blick. Jetzt denkt er nur, ach du Scheiße. Nein, der hat wieder so eine scheiß Challenge-Idee. Wir haben auch noch was offen. Werden wir gemeinsam, wenn dieses Video 1 Million Aufrufe erreicht, 24 Stunden? Zu viert in diesem Bunker verbringen. Hier sind nur drei Bett. Das ist der Game. Vier Leute. Wir machen vier Leute 24 Stunden hier rein. Ey, da habe ich so Bock drauf, oder? Ich habe auch Bock auf das Rettungsinsel-Ding, aber ganz, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, das ist Marins Projekt und Marins Video. Ich warte nur darauf, Fritz, hast du Zeit? Und dann packe ich meinen Rucksack und dann geht's los. Ja? Also ich habe da keinen Einfluss drauf. Von mir aus können wir los. Beim Bunker genauso. 24 Stunden mit 4 Leuten rein ins Loch. Wenn 1 Million Aufrufe reicht, Rettungsinsel ist ja schon da. Ist auch schon in Planung, wir haben schon verschiedene Sachen durch, gewässermäßig, wir haben jetzt eine Überlegung, wo wir was machen können. Das ist in Arbeit, das ist nicht vergessen. Hallo, wo ist denn dieser Blöde? Wer baut denn sowas? Warum ist hier... Ich hab's noch nicht gesehen. Nach 15 Minuten die ersten psychischen Erscheinungen. Wenn wir das nicht so voll mockt. Schon wir haben jetzt 15 Minuten geschafft. Freunde, Beispiel die Kameras? Ah, Überwachung? Boah, ganz wichtig. Hätten wir als erstes machen müssen. Ja. Außenüberwachung. Weil die Außenüberwachung ist dementsprechend wichtig. Stell dir vor, irgendeiner versucht da oben was auf die Klappe zu legen. Das ist die aktuelle Situation außerhalb des Bunkers. Ja. Das ist, darum siehst du. Das ist kein Fake, ne? Das werdet ihr später auch noch sehen, wenn wir das austesten. Ich spoilere noch nicht. Aber das ist jetzt nicht hier, ha, wir haben ein Video aufgenommen und tun so, als ob. Das ist komplett videoüberwacht, das Ding. Doch, es ist ein Live-Bild. Ja, krass Live-Bild. Ihr seht's, da sind wir ja rein. Und man sieht zum Beispiel auch von der Sonne, ne? Es ist halt immer noch ganz wieder tagsüber. Richtig. Aber ist schon krass, ne? Ein bisschen gruselig. Wir sind da drin. Ja. Das ist krass, wir sind da in dem Haufen. Warte, wollen wir ein Beweisding machen, dass wir nur die Klappe so antippern? Ja, kannst du ja machen. Pass auf. Meine Finger, warte, ich mach meine Finger. Ja. Jetzt sieht man deine Finger, ja. Ist das geil. Sicherheit. Sicherheit ist aktiviert. Also wir haben unsere Couch aufgebaut. Mach mal die Armlehne. Geil. Wir haben mittlerweile auch schon die erste Stunde auf jeden Fall rum.
Und Martin hat auf jeden Fall eine Erkenntnis. Mir ist kalt. Die 18 steht hier und verändert sich nicht. Es bleibt 18 Grad die ganze Zeit. Natürlich bleibt 18 Grad. Ja, irgendwas würde ich jetzt mal gern essen wollen. Okay, ich gehe mal in mein Lager. Du hast irgendwas die ganze Zeit von irgendeinem Notfallbrot mit Gouda erzählt, was du testen wolltest. Ja. Oder irgendeinen kleinen Zitronenkuchen oder sowas. So, und? Das ist ja ultra viel. Und Käse. Bitte sehr. So. Gute Gouda. Okay, also hier ist Käse. Zwei Klopfermethode. Alter! Das ist auch nicht eingefügt, der Sound. Die Leute denken, ihr denkt jetzt, das ist fake. Guckt euch das nochmal an. Zwei Klopfermethode. Alter! Vielleicht lag das auch, dass das so gescheitert hat in dem Bunker. Das war ein richtiger Knall. Was war denn das? Das hat irgendwie eine Bombe. Alter, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich auch nicht. Hier. Jetzt ist das auch locker hier drin. Ich dachte, wir sterben, aber wie? Da ist ein Angriff. Ey, guck mal. Das ist ein richtiges Brot. Ah, das riecht geil. Also man merkt ja schon, aber man muss sich hier so ein bisschen organisieren. Zu viert wird es natürlich dann auch lustig. Oh, hör auf mit der Vier-Nummer. Oh, habt ihr da Bock drauf? Jetzt mal ehrlich. Zu viert da drin? Oh, ich hab da Bock drauf. Nee, ja, doch. Das fühle ich überhaupt nicht gerade. Ist das schon mal ausgepackt? Nee, das war, ich weiß auch gar nicht. Verstehe ich nicht. Hat nicht geklappt? Hallo, da oben. Grüße. Bin echt gespannt, wie es... Warum habe ich das gerade gemacht? Schmeckt. Ich glaube, da war ein Vogel drauf. Der Vogel war voll trocken, ey. Das war echt trocken. Ein bisschen schlutzig muss da irgendwie noch ran. Ja, das ist schlutzig. Oh, das fressen wir jetzt komplett auf. Ja. Damit wir dann hier einen schönen dicken Popoklops reinhauen. Hier, ha? Na. Na gut, geil. Wo hab ich? Genau. Ich probiere auch wie du erstmal so. Ja. Ja, keine Wucht. Bisschen trocken, aber. Ja. Mit ja. Diesem, muss man das mit diesem Glibber essen hier? Ja, das ist geil. Dick. Ja, kann man. Das ist geil? Ja, klar. Ist halt schlotzig. Kommt auch dieses Feeling auf, wenn du so ein Zeug. Da kommt richtig ASMR-Feeling auf. Ah, ja, natürlich. Mhm. Das ist hier halt nicht, ne? Aber ich find's geil. Also, die kommen jetzt so mit dem Truthahn noch geil. Sag ich ja. Was Schlotziges geht immer gut. Schön mit Käse. Ja, doch. Nee, oder? Muss noch ein bisschen. Deiner muss noch ziehen, aber mein Cappuccino ist fertig. Sieht gar nicht so schlecht aus. Und das sind ja immer so Instant-Dinger. Ja, Supermarket. Das Schöne ist halt Pulverform, ein bisschen Wasser drauf und gut ist die Luzi. Vor allem, ich hab halt auch einen ganz guten Tee von Martin bekommen, muss man mal sagen. Fenchel, Anis, Kümmel. Oh, ich bin krank. Mach mir noch bitte einen Fencheltee. Oh, mein Magen. Das ist der einzige Tee, den er hatte. Der einzige Tee, den er in diesem Bunker hatte, war Fenchel, Anis, Kümmel. Was war da los? Ich doch Durchfall hier gleich, das wird stör hier schön. Der soll genau das Gegenteil bewirken, deshalb habe ich den doch hier drinne. Oh, stell dir vor, hier kriegt einer Durchfall. Oh, Ding, das ist nicht... gut, Freunde, die ganze Zeit hier. Oh! Ich habe mir jetzt für Weihnachtskuchen entschieden. Da sieht man noch ein bisschen... Und dann nur... So Cappuccino. Ja. Gerade jetzt in dem Augenblick befinden wir uns auf der Zielgeraden zu 2 Stunden. Also Freunde, es ist mal passiert, der Angriff war nicht von außen, sondern er war von innen. Er war aus meinem Darmtrakt, könnte man sagen. Damit gehe ich zurück ins Studio. Also wir hatten jetzt eine kleine Challenge uns überlegt. Und eine Idee. Zusätzlich läuft jetzt der sogenannte Furz-Counter. Richtig. Ja, wir also, starten ab jetzt. Ab jetzt, okay. Also mein erster zählt gar nicht. Nee, weil jetzt kam ja die Idee. Jeder hat schon mal hier ein, zwei rausgelassen. Okay, und wir merken, Stift liegt hier. Nach 3 Packungen... Kuchen? Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, Truthahn, Brot und Käse. Es wird spannend. Was kriegt der Gewinner ab morgen, wer die meisten... Nein, der Gewinner... Ja! ...darf dem Verlierer ins Gesicht vor... Da oben läuft der Stream, da seid ihr! Freunde, da oben seid ihr! Seht das? Hier läuft der Stream. Hier läuft der Stream, da seid ihr! Wo seid ihr? Da! Ihr seid da oben! Ihr wart live mit dabei. Ab morgen, wer die meisten... Nein, der Gewinner... Ja! Jetzt kommt eine richtig gute Idee von Herrn Meinecke. Auf den Verlierer ins Gesicht fuchsen. Nein. Nichts? Was macht dich so sicher so? Okay. Nein. Da bin ich mir zu fein. Nee, hey, der muss in eine Flasche furzen, der andere muss so. Nein. Auch nicht. Also wirklich, ich fand, ich hatte gute Ideen. Zählt ja eigentlich auch ein Schiss dazu? Nein, das steht Furz-Counter und nicht Schiss-Counter. Nee. Aber so noch ein Kack-Counter machen. Kack-Counter? Pipi-Counter! Pipi-Counter! Ey,
Ich hab den ersten Strich! Martin hat den ersten vor. Er klang komisch. Er geht in Führung, er geht in Führung. Nichts kann er, kennt kein Pfefferminztee, aber... Ich hätte eine Idee, ja. Aber ich weiß nicht, ob das so gagmäßig ist. Ja. Ja. Wir machen ein Foto. Oh! Ich habe plötzlich meinen Fernspeher-Boni auf. Was ist denn da los? Du am Ende? Ja. Oben vor der Bunkerdecke? Ja. Der Verlierer ja. muss sich quasi so hinknien und der ja. Gewinner macht so einen Fuß drauf und den. Ja. Nach dem Motto, er ist der König, er da unten ist der Knecht, der hat verloren. Okay. Und dieses Foto muss der Verlierer auf Instagram in den Stories posten. Und der verlinkt so ein Ding. Ist das ja, so? Ja, 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 das kann man. Nach dem Motto, Furzkönig. Richtig, Furzkönig von der ersten Bunker-Challenge ist. Und dann Martin, so, der ja. Knecht geht unten. So ein Ding, oder? Ja, komm. Wer es nicht verpassen will, sollte, glaube ich, Instagram-Kanäle ab. Ja, der sollte auf jeden Fall mal bei Instagram vorbeigucken. Ja, aber da kommt sehr ja. schöner Content. Ja, wirklich. Also Bauchschmerzen. Ich habe richtig so ein bisschen gerade Bauchschmerzen. Das war ein echter. Da war aber fast schon ein bisschen Schlotze dabei. Seht ihr? Ich habe mich gefragt tatsächlich, wie viel Durchschlagskraft hat so ein Bogen hier im Bunker? Was passiert, wenn man hier aus der Ecke einfach da drüben an die Wand schießt? Man soll den Ast doch nicht absägen, auf dem man sitzt, oder? Aber man soll auch wissen, wie viel hält der Ast aus, auf dem man sitzt. Also, ja. Das ist gut, ein Schild rausgesucht. Wir wollen ja nicht, dass sich jemand verletzt. Was richtet der an, wenn du den Serienball hast? Meinst du, der geht durch? Das ist doch Quatsch. Ja, nee, der steckt aber drin bestimmt, oder? Steckt der drin? Nee, super. Ist, eine Folge Armbrust vs. Bogen. Ohne Armbrust, nur Bogen. Bogen vs. Wand. Wenn ihr wissen wollt, wie das ausgeht, müsst ihr jetzt drüber auf Instagram. Denn nur da wird es dieses Video geben. Ich hab das Video schon gesehen, aber guckt lieber erstmal bei mir vorbei, lasst ein Abo da und dann guckt bei Martin. Ich würde es euch empfehlen. Und nur da wird zu sehen sein, was wirklich passiert ist. Also, jetzt sofort, hier unten eingeblendet. Zu Fritz Meinig auf Instagram. Gucken, was passiert ist. Zu Fritz, komm. Mal spannend erstmal. Okay, okay, okay. Ich hab Angst, Alter. Oh. Lass mal was machen! Komm mal, Military Fitness. Unterbelastungstest, die erste! Achtung! Und los! Ach, ich hatte ja Angst, dass das Ding abreißt, ne? Echt, hält das? Kann man hier noch Fitness drin machen? Ja, kannst du hier Handel groß machen auf drei Sprossen. Hält das echt? Wie wir sind? Das hängt ja hier dran. Also das hier, das ist halt ultra. Ich hab's ja selber angeschraubt, ich weiß, dass das. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich will auch mal. Ist schon nicht schlecht. Das ist so dumm. Es ist Zeit. Geil geschnitten. Richtig geil geschnitten. Für eine Runde. Mario Kart. Achtung, knapp gedrippte. Alter, da ist ja alles drauf. Hab ich doch gesagt. Ich geh fester. Guck, ich geh fester. Alles dabei. Game Mode on. Also, Game Mode on. Super Mario Kart. Da oben steht Super Mario Epic Legend on the 7th Star Super Mario World. Hä? Nee, ist eine Demo. Geht los schon, oder? Das ist eine Demo. Geht los, oder? Oh, ich hätte Bock. Das müssen wir mal einen Gaming-Stream machen, oder? Mit dem Ding da? Mit dem NES? Kriegt man das hin hier mit OBS da irgendwie gepaart und so, dass wir das streamen können? Kriegt man da so ein Signal über Dings raus? Ey, da habe ich so Bock drauf auf das Ding hier. Ey, ist ja mega. Sounds. Ist das geil. Okay, aber dann zwei Player, oder? Okay. Wollen wir das hier probieren? Ja. Okay, also kann man das mit zwei spielen? Ja, klar. Aber ich glaube nicht gleichzeitig, sondern du musst, wenn du tot bist, bin ich dran. Ist das Super Mario World? Das ist Super Mario World. Okay, geil. Mit Abwechseln und so ja. quasi. Oder vielleicht, ich weiß nicht. Ja. Wir spielen C. C auf Empty. Ja. Zwei Player. Jo. Jetzt geht's ab. Ja, da ist Castle. Yoshis Haus. Also mal abwechseln. Okay, ich fange an. Ich bin immer so ein Typ, ich gehe immer auf Speedrun. Ja, ist ja auch so. Ich bin auch so ein Typ. Schnell durch. Scheiß auf die Münzen. Ja, scheiß durch. Ne. Wir wollen ja ein Zack. Ja, komm. Nee, das ist jetzt die Halbzeit. Achso. Ja, ich hätte es lange nicht gespielt. Was soll ich meine? Oh. Ja, du hast falsch gemacht.
Du darfst nicht drüber springen, du musst rein in den Balken. Wenn du das nicht drüber springst, kriegst du nur einen einzigen Tag. Da raff ich es noch nicht so ganz. Ein Teil ja. ist halt eine Welt. Ja. Okay. Hey, hast du schon mal. Du gehst ja voll auf Papier. Klar. Zack, zack, okay, jetzt runter. Oh, das sieht ja natürlich schon heftig hier, ne? Das ist wirklich heftig. Zack. Oh nein, nein! Eine Belastung! Ich hab ihn gerettet. Hä, jetzt könnte ich das auswendig, ja? Das ist schon krass. Eine Belastung für Mensch und Natur. Und Maschine. Maschine, achso, Natur. Okay, Leute, es ist jetzt was passiert, was so nicht geplant war. Mir fängt gerade richtig an zu rammeln, ey. Also so, ja, ja, so richtig. Also wirklich jetzt, wo ich denke so. Nee, weil das kann ich nicht bringen. Boah, ich krieg gerade so ein bisschen Bauch. Martin muss kacka. Bauchschmerzen. Ey, machst du jetzt Stream, was du scheißen musst? Ich muss, ja. Geil, Alter. Ich muss Mario karten. Leute, jetzt wird's ernst hier. Oh, Martin, du siehst nicht gut aus. Du siehst echt nicht gut aus. Ich mute jetzt. Mikrofon. Alter, das ist ultra nervig, die Scheiße, ich sag's euch. Mach den Ton aus! Was? Du sollst den Ton ausmachen! Jetzt, okay, ja, okay, ja. Jetzt der Ton aus. Ich versuch jetzt mal mein Glück. Mikrofon, Mikrofon ist an. Da-da-da-dam. Fertig? Ja. Ging ja ultra schnell. Hä, hey, das war's jetzt? Ja, war's. Da kam noch nichts raus. Ja, Probelauf war okay. Also, die Übung hat nicht stattgefunden. Ja. Aber der Torpedo wurde halt nicht abgefeuert, sag ich mal. Richtig. Wir packen jetzt die Überwachungskamera mal auf unseren Monitor, wo wir gezockt haben, um mal zu gucken, was ist da draußen eigentlich los? Ist schon ein Stein auf der Klappe oder nicht? Wir haben ein Bild. Und? Alter, krass, ne? Das ist jetzt quasi, ihr seht schon, das wird dunkel. Es ist draußen, es kriselt auch schon so ein bisschen, glaube ich, so Nachtsichtmodus. Natürlich. 15 Stunden, also gut 16 Stunden noch. Wir haben schon 8 Stunden rum. Krass, 8 Stunden sind um. Wahnsinn. Also ich muss sagen, dass am Anfang so die ersten 1-2 Stunden waren so, okay, jetzt die erste halbe Stunde, erst anderthalb Stunden. Ja. Aber dass wir jetzt 8 Stunden haben, ich finde, also für die letzten 4 Stunden so, wo sind die? Ja, das war bei mir auch so. Als wir hier gezockt haben die ganze Zeit, das war so, bupp, weg. Ja, und vor allem, es ist ja draußen jetzt dunkel. Das ist ja auch der Gag. Merkst du hier nicht. Das kriegen wir nicht mit. Genau, das ist ganz krass. Was man jetzt nicht sieht, aber wir haben quasi auf dem Bildschirm überall jetzt drum um die Buckelklappe sind halt Lichter, die sind auch mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Sollte sich jemand nähern im Dunkeln und denken so, ja, dunkel sieht mich ja keiner. Bullshit, die Lichter gehen alle rum. Also einmal kommt im Kreis an und ich krieg sofort ein Bild hier rein. Sofort. Meinst du, die lösen aus, wenn man hier draußen aus der Klappe rauswinkt? Das reicht schon? Nee. Das reicht nicht. Du könntest probieren. Weil das würde mich tatsächlich interessieren, wie wir hier sitzen, hier raufgucken, dieses Bild haben und draußen das Licht ausgelöst wird. Ja, das würde mich auch interessieren. Okay, Fritz wird jetzt mal den Move machen. Ich guck mal auf den Bildschirm. Ja, das finde ich jetzt auch mega spannend zu wissen, ne? Was passiert? Also noch ist nichts angegangen. Man sieht jetzt das Licht vom Bunker. Achso, sieht man das? Ja, also von der Klappe innen, das ist natürlich krass. Aber es ist nichts. Ich würde das halt gerne mal auslösen, weißt du? Da musst du ein bisschen nach rechts rausgreifen. Aber ich weiß nicht, ob deine Hand reicht. Drück das mal ein bisschen hoch. Ja, mach mal. Also wenn die Klappe hochkommt, müsste das Licht dahinter dir sofort auslösen. Jetzt an. Yo, krass. Yo! Das ist ein geiles, das ist ein starkes Bild. Das ist ein richtig starkes Bild. Wir müssen es auch austesten. Ja, klar. Aber deswegen, das ist genau das. Das ist geisteskrank. Oh, mega. Oder? So, und da hatte ich ja gerade angekündigt, ich habe den Bunker verlassen. Ja. Aus dem Grund, weil wir dieses Überwachungssystem in der Nacht austesten wollten. Geht da wirklich
Die Kameraden kriegen wir quasi ein Video ausgelöst mit Bewegungsmelder, Fotos ausgelöst, gehen die ganzen Lichter an, wie gut ist das zu sehen und so weiter. Weil das Ganze war ja als Test, als erste Nacht im Morgen, als erster Test zu sehen. Und da müssen wir natürlich draußen auch das Sicherheitssystem testen. Perfekt. Deswegen habe ich für 20 Sekunden kurz den Bunker. Aber dann habe ich auch... Ja. Ziemlich geil. Du weißt ganz genau, welche Uhrzeit... Bunker Cam 1. Geil. Das gibt auch mir tatsächlich ein gutes Gefühl, wenn ich weiß, okay, wir pennen hier... Es brauchen wir bis der Mock hochkommt. Boah, das riecht ja bis hier. Stell dir mal vor, du hast Probleme, den Kanister schon festzuhalten, weil hier schon 10 Liter Urin drin sind. Es hilft kein Schütteln, es hilft kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen. Kein Klopfen, in die Hose geht der letzte Tropfen. So, Herr Meinecke, wir gehen jetzt mal ins Lager und suchen wir uns ab und aus. Licht an hier. Licht ist an. So, also ich sage ene mene mu und raus bist du, also dich nicht. Also pass auf, Kugelhand gehe ich komplett mit, finde ich geil. Nimm mal schon mal, finde ich geil. Eine Packung Reis brauchen wir auch. Hier, komm. Spoilerreis oder ist das ja, so ein, als Vorspeise noch ein Bohnen? Willst du dich komplett verarschen? Ich will, dass ihr gewinnt, das Ding. Was ist das? Was habe ich hier im Bunker irgendwie? Hallo! Es gibt Rest, Baby! Alter, das war krass. Kann ich mir einen Strich machen, oder? Ich habe einfach echt schon mal gepennt. Noch 13 Stunden. Es ist jetzt genau... Seht ihr, 22:43, da ist schon lange Bubu-Time beim Herrn Meinecke. Fritz pennt schon so ein bisschen, schnubbelt schon so ein bisschen weg. Bin kurz davor, mein Bett zu bauen, aber ich habe gerade gemerkt, ich habe übelst Bock auf was zu trinken, aber jetzt nicht irgendwas mit halt Wasser. Dann haben wir hier diese Pfirsiche. Wenn man jetzt diesen Pfirsichsaft nimmt, ein bisschen Wasser verdünnt oder auch einfach pur trinkt, hat man so ein bisschen was Geiles zu trinken. Haha, die Aufnahme. Bevor es in die Kohle geht? Genau, gute Nacht, meine lieben Freunde. Gute Nacht. Noch 7 Stunden, 5 Minuten. Und ich muss pinkeln. Sorry, Fritz. In dem Moment, also hier liegt übrigens mein Kopf dahinter. Das war so laut. Ich dachte, das ist nicht dein Ernst gerade. Was war denn das für ein Ekelschiss gerade? Ein neuer Tag, dieses Logbuch im Bunker bricht an. Oh Gott. Mal, wie hast du geschlafen? Bisschen Unterbrechung ganz gut. Man kann es sehen, es sind noch 4 Stunden, 4 Minuten und 8 Sekunden. Beste Schiffsgeräusche am Frühbogen. Na, ist aber schon hier, da kannst du bald trainieren mit. Mit dem Pilze-Container. Oh. Und da ist das Ding. Oh. War wirklich eine der härtesten Nächte, die ich je hatte. Das war eine ganz knappe Geschichte. Das habe ich ganz knapp überlebt hier. Ich habe mich da nochmal hingelegt übrigens. Ja, los, du nicht alles los. Oh. Nach 22 Stunden musste ich dann doch auf Toilette vor Fritz. Ich habe echt gedacht, dass ich nach Fritz gehe, aber puh, mir geht's besser. Jetzt kann man frühstücken. Ja, ich habe Platz gemacht hier. Fritz. Oh. Ach Gott. Junge, wo habe ich den gefasst? Oh, direkt auf meinen Penis. Sorry, kannst wieder alles hergeben. Damit ist die... Er hat mich einfach in dem berührt. Was soll das? Ich hoffe, er hat sich vorher die Hände gewaschen. Einweihung des Chemieclubs auch absolviert. Nach 22 Stunden war ich auf dem Klo.
machen wir heute eine Deluxe-Mischung im Bunker. Okay, oder? Starren, so. Ah, piep, piep, piep. Guten Appetit. Wenn ihr Bock habt, meine Abenteuer mit zu unterstützen. Zocken wir was? Aber was ist denn nach dem Frühstück? Weiß ich nicht, oder zocken wir was? Wir müssen ja die Welt retten, aus dem Bunker raus. Einer muss es ja machen, sag ich immer, ne? Welthygiene. Ist die Dusche drüben in dem Badezimmer neben dem Ankleideschrank? Ja, soll ich dir mal die Dusche geben? Ja. Willst du mal die Dusche sehen? Ja. Oh, die ist auch klein da oben. Das hier? Waschwitz. Skincare. Ja. Waschhandschuhe? Das sind Waschhandschuhe. Steckst du die Hand rein und dann kannst du dich immer schön immer abseifen. Ah, das ist echt so. Ja, ist genau dafür gedacht. Achso, du gehst gleich rüber in die morgendliche Dusche. Das ist doch schön. Na dann, mache dich. Warte mal, mach mal. Nee, ich hab's von da oben. Ja, hinten an der Wand. Hab ich ja eine Frage an dich. Hast du auch Wechselkleidung für deine Gäste da? Für meine Gäste nicht, aber hier. Also ich habe hier drin ein frisches T-Shirt und ich habe hier einen Pulli drin. Also ich muss sagen, es lässt sich gut machen. So. Weil man kennt es mit Feuchttüchern, ja, das ist scheiße, ja. Aber die gehen sofort zu so einer Wurst. So ja. Was ich mich erfrage, ist, wie ist wirklich das Körpergefühl danach? Ach mal, nur eine Hälfte des Arms? Ich würde gerne mal eine Geruchsprobe nehmen. Stell dich mal hier hin. Ja. So, Freunde. Jetzt kommt die Geruchsprobe für Madi. Kann man das sehen, ja? Ja. So, du machst jetzt mal die Augen zu. Und du musst halt jetzt mal riechen. Und immer sagen, ist jetzt schlecht oder nicht? Boah! Dieser Blick von mir! Ist jetzt, schlecht oder nicht? Boah! Was ist das für eine Frage, Alter? Okay, jetzt probieren wir mal die andere. Ja? Sagst du ja. Hältst du wie ein Arsch hin oder so, oder? Ich glaube, ich brauche dazu einfach nichts sagen, oder? Ich riech noch nichts. Ich hab Angst, dass du da irgendwas. Er hat mir echt den Arsch gehalten. Ich dachte, das macht er nicht. Ja, jetzt die gute? Ja. Ja, okay. Vielleicht also ein Unterschied wie Tag und Nacht, wirklich. Was ja auch so ein Thema war. Und wie fandet ihr die Szene? War gut. Aufgeschrieben worden ist dieses Thema, der Bunker ist zu klein und so weiter. Ne? Mhm. Ich muss sagen, ich habe jetzt in den mittlerweile 22 Stunden nicht einmal irgend so ein beklemmendes Gefühl gehabt mit, oh, und wir gehen uns auf die Nerven, wir haben keinen Platz und kann ich mal durch. Null. Ja. Wirklich null. Dann guck mal, wir haben ja auch noch, es sind ja auch die zwei Stühle, ja, also du kannst ja auch noch einen Stuhl hier hinsetzen, du kannst hier mit dem Stuhl hinsetzen, du hast ja gestern auch noch ein bisschen gezockt, ja. Einer liegt da drin, also das, du hast doch genug Möglichkeiten, das ist nicht so, du hast so eine Ecke, wo du sitzt. Ja, ja. Das Einzige, was mir zu schaffen gemacht, das war heute Morgen, das Zeitgefühl. Ja, du hast keine Umwelteinflüsse, ja, null. Kein Licht, keine null. Geräusche, du bist halt so isoliert. Du hast nur die innere Ruhe. Du hörst keinen Vogel, du hörst keinen, weißt du, morgens. Nein, einen Vogel hatten wir da schon drin, zwei Stunden. Du musst geweckt, weil du Vogel hörst, dass du draußen irgendwo pennst. Hast du hier null. Ein Zwischenfazit der Werte. Wir haben eine konstante Temperatur inzwischen von 20 Grad erreicht. Mhm. Heute Nacht waren es nochmal 19 zwischenzeitlich. Und von 80% Luftfeuchtigkeit sind wir jetzt runter auf 78. Heute Morgen waren es sogar nur 75. Und Spannungsbarometer hier. Wir haben quasi, warte mal, 12,5 hatten wir, jetzt sind wir 12,4. Na, wisst ihr Bescheid. Also ist krass. Wir haben keine Veränderung gefühlt. Oh, noch 4 Minuten. Ich sag mal so, mir fehlen noch genau 15:40. Ich habe aber noch 3 Minuten und 33 Sekunden. Ich glaube, es wird nichts mehr. Die Bestrafung wird gleich stattfinden und dann bei mir in meinen Storys halt folgen und du wirst wahrscheinlich reposten. So. Was genau da gleich passiert? Deshalb bei Fritz vorbei. Bah, follow. Bei Marty, follow. Prima. Also Instagram meine ich. So, und jetzt? Marty 10! 10 Sekunden! 9! 8! Ja, was auch das Ding! Warte, warte! 5! 4! 3! 2! 1! Nein! Was ist das, ey? Leute, ihr seht's da, es ist vollbracht. Es ist geisteskrank. Oh! Das ist warm. Das ist richtig warm. Es ist warm. Hochsommer, ey, Junge. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. So, weil wir noch nicht noch drüber bis zum nächsten Mal. Wir beide sagen Tschüss!
Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlich. Macht so Dinge, die er sonst keiner macht, und am Ende überlebt er nur knapp. Ja, mega. Mega Video, Alter. 30 Minuten feinste Unterhaltung. Schaut gern bei Martin vorbei. Krass. Krass. Und wenn das Ding die Mille voll macht, Alter, dann gehen wir zu viert rein. Ich hab Bock.